Jetzt mal ehrlich, so sieht ein Sprachkurs eigentlich nicht aus, oder? Das muss ja auch nicht immer nur auswendig lernen von Vokabeln bedeuten. Beim Euregio Summer Camp in Neustift bei Brixen gibt es für Kinder und Jugendliche eine Woche lang das Abenteuer, Sprache zu erleben. Die jungen Leute aus Tirol, Südtirol und dem Trentino lernen Deutsch und Italienisch in der Natur. Patricia Volker hat sie begleitet. Die Aufgabe hat es in sich. Die Teilnehmer des Euregio Summer Camps sollen sich bei Neustift über den Eisack seilen. 20 Meter sind es bis zum anderen Ufer. Teamwork ist gefragt. Zuerst braucht es einen Plan. Die Kinder und Jugendlichen kommen aus Südtirol, Tirol und vor allem aus dem Trentino und wollen hier Deutsch und Italienisch lernen. Gemeinsam tüfteln die Sprachbegeisterten an einer Lösung für die Bachüberquerung. Wir überlegen uns allerweil einen Plan für eine Seilbahnbrücke über den Bach. Es wird ziemlich schwer, weil wir das selber machen müssen und wir da mit den italienischen Kindern übersetzen müssen, aber wir werden es schaffen. Wir haben ein bisschen Stress, aber das sollte gut gehen. Hast du Angst? Ein bisschen schon. Dann wird es ernst. Der Stein mit dem Seil muss ans andere Ufer. Dort wird gefachsimpelt, auf Deutsch und Italienisch. Spracherwerb passiert so ganz von alleine. Ich traue mich jetzt schon, ab und zu mein Deutsch auszuprobieren. Hier werde ich nicht ausgelacht, wenn ich Fehler mache. Se uno è bravo nelle lingue o no. Es ist ziemlich locker, also wenn wir Fehler machen beim Italienisch reden, dann sagen sie uns, wie es ist, weil er hilft uns nachher auch und dann lernen wir es ein bisschen. Also wir werden nicht benotet oder so, das ist ganz locker. Denn wie beim Seilbahnbauen braucht es auch beim Sprachenlernen manchmal mehrere Anläufe, bis es klappt. In der Zwischenzeit machen andere Teilnehmer des Euregio Summer Camps einen GPS-Orientierungskurs. Nord 46, Nord 46. 50 Kinder und Jugendliche lernen hier in Neustift bei Brixen spielerisch die beiden Sprachen der Euregio, ohne Leistungsdruck. Für jede Sprachbarriere gibt es eine Lösung. Wir verständigen uns mit Händen und Füßen, mit dem Wörterbuch und die Betreuer können auch perfekt Italienisch und Deutsch. Wir machen einfach verschiedene Spiele, zum Beispiel machen wir Werwolf mit italienischen Kindern auf Deutsch. Und dann machen wir zum Beispiel verschiedene Zungenbrecher, wie auf Deutsch sowie auch auf Italienisch, wo sie dann auch viel lachen, weil sie es ja vielleicht falsch aussprechen und dann eben versuchen, an allem wieder durch Wiederholung sie richtig auszusprechen und dabei auch Spaß zu haben. Die Seilbahnbauer erleben die spannendsten Momente des Tages, die Fahrt über den Fluss. Das war sehr schön und cool. Aber ich habe ein bisschen Angst von dem Wasser, weil das war sehr hoch. Aber alles gut gegangen? Ja, alles gut gegangen. Ist sehr cool. Bei so viel praktischer Anwendung bleiben Vokabeln wie Seilzug, unfreiwilliges Bad oder Freundschaft leicht im Gedächtnis.